Blockaden nehmen uns die Art, diese Möglichkeit, kreativ zu sein. Und schränkt uns insofern ein, dass es uns auch ganz viel Energie raubt. Unser System hat diese 100% Energie und mit jeder Blockade werden mehr oder weniger viel Energie gezogen. Und so macht es ja Sinn, dass man letztendlich mit 40, 50, vielleicht auch 60 oder 70% Energie nicht erfolgreich sein kann. Nicht, weil ich Coach bin, sondern ich bin ja in erster Linie Mensch. Für mich persönlich ist es enorm, enorm wichtig, erstmal an sich selber zu arbeiten, mal zu reflektieren, die Blockaden rauszukriegen. Weißt du, es ist so, dass viele Menschen gehen mit einer Selbstverständlichkeit in eine Autowerkstatt, bezahlen Hunderte von Euro. Viele Menschen geben ganz viel Geld, und das ist auch völlig legitim für jeden selbst, geben ganz viel Geld für Körperpflege aus. Aber wie sieht es denn mit der Pflege der Seele? Wie sieht es denn mit der Pflege des Inneren aus? Und ich finde, aber das ist halt eine ganz persönliche Einstellung dazu, ich finde, das ist mit Abstand das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle. Weil ich bin doch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Weil wenn es mir nicht gut geht, geht es doch mein Umfeld auch nicht gut. Das ist genau diese Schlüsselsituation. Wenn es mir, wenn ich deprimiert hinterm Schreibtisch sitze, da komme ich doch mit meinem Unternehmen nicht voran und bin auch nicht in der Lage, meine Mitarbeiter zu leiten, zumindest in einen positiven Kontext zu leiten. Und nur wenn es mir gut geht, geht es meinen Mitarbeitern gut, dem Unternehmen gut und ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter. Ich komme abends nach Hause und auch der Familie geht es gut, wenn es mir gut geht. Wenn ich in mir geläutert bin, wenn ich in mir diese Ruhe habe, strahle ich die auch aus. Es ist ja so, dass viele Menschen immer in dieser Repeat-Schleife unterwegs sind. Weiß nicht, es passieren Dinge immer wieder und immer wieder. Und wenn man das reflektiert, einfach mal in die Achtsamkeit geht, was passiert, wenn ich was tue? Und warum passiert es? Wenn man aus dieser Repeat-Schleife rausgeht, dann hat man diesen Fokus, diese Kameraeinstellung einfach mal ein paar Millimeter nach rechts, nach links verändert, dann verändert sich auch letztendlich die Situation und es verändert sich natürlich auch deine Persönlichkeit. Weil es ist ja so, wenn wir immer dasselbe tun, haben wir immer dasselbe Ergebnis. Wollen wir etwas verändern, dann müssen wir auch den Mut haben, auch mal an dieser Kameraeinstellung, nämlich diesen Fokus zu wackeln, diese zu verändern und vielleicht auch den Fokus auf etwas zu legen, was einfach nur schön ist. Also wie du weißt, habe ich ja mehrere Unternehmen am Start, bin seit 19 Jahren unterwegs und ich habe bisher immer auf meinen Bauch gehört, nicht auf meinen Kopf. Ich habe alle Entscheidungen aus meinen überdacht natürlich, gar keine Frage, aber aus meinem Bauchgefühl heraus, nicht aus den Emotionen heraus, aber aus meinen Gefühlen. Ich bin Gefühlsmensch, bin sehr kinästhetisch unterwegs. Jede Entscheidung sollte zwar überdacht sein, aber wir sollten mehr auf unsere Sinne hören als auf unser Gehirn. Mal zur Erinnerung, 95% ist das Unterbewusstsein und nur 5% ist diese Bewusstseinsebene. Und viele Menschen treffen halt ihre Entscheidung mehr auf der Bewusstseinsebene als auf dieser 5%-Ebene. Das ist eigentlich schade, weil auf diesen 95% haben wir viel, viel mehr Kapazität. Also ich treffe zum Beispiel die besten Entscheidungen, wenn ich frühst joggen gehe. Wenn ich frühst joggen gehe, gehe ich eine Stunde in den Park und da kriege ich den Kopf frei und dann treffe ich in aller Regel die beste Entscheidung. Ich habe aber auch schon gute Entscheidungen mal abends bei einem Bier getroffen oder natürlich auch im Unternehmen. Austausch mit anderen finde ich für mich eine ganz, ganz wichtige Komponente. Zum einen ist es ja auch immer ein Lernfaktor. Wir alle können voneinander lernen. Ich von dir, sowohl du von mir und halt auch mit anderen im Coaching-Bereich, im Unternehmensbereich, in jeglichen Bereichen. Deswegen ist es, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man kommuniziert. Dass man gut kommuniziert und in meinen Unternehmen halte ich das so, dass ich da also mindestens einmal im Monat alle zusammentrommle und da Erfahrungsaustausch, wo können wir welchen Hebel setzen, dass es besser funktioniert, dass es
besser, dass Dinge letztendlich Prozesse schneller und besser laufen. Und das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, Kommunikation. Ja, das ist eine Herzenssache. Also ich habe das, das ist mir ein Bedürfnis, weil es ist, also man kann, wenn man gibt und wenn man letztendlich solche Sachen hier mit unterstützt, finde ich es für mich auch wieder sehr, sehr wichtig, weil alle davon partizipieren können. Und es ist eine gute Gemeinschaft und es fühlt sich für mich sehr gut an. Mir macht es sehr viel Spaß, hier zu sein und natürlich auch mit Freude, das zu teilen, was ich habe.